très rouille. Oh. Ihre Diogef. Hanecero. Whoa. He here. Cut young. Whoa.
Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Die Banditen werden bald wieder hier sein, Brüder. Wir gehen in das letzte Gefecht. Verpasst ihnen ein paar Narben, bevor sie unsere Kehlen aufschlitzen. Wir stehen dir bei, Rai. Wir sind es alle müde, wegzulaufen. Unser Blutschwur zu diesem Land ist unverwüstbar. Oh, übrigens, ich habe noch Honig übrig. Mein Stock produziert ziemlich viel. Und ich weiß doch, dass du Süßes magst. Warum versteckt ihr euch in diesen Ruinen? Ein Medjay. Endlich zeigen die Götter Erbarmen. Ich bin Rai. Und das sind die Reste meiner Familie. Banditen haben uns von unseren Bauernhöfen verjagt. Wir können sonst nirgendwo hin. Wir haben nichts Wertvolles dabei. Und sie verfolgen uns schon seit Tagen durch diese Einöde. Ich kenne viele Banditen. Sie sind zynisch und herzlos. Sie haben so viele getötet. Meinen Vater, meinen Sohn. Hier sind alle, die noch von unserem Dorf übrig sind. Die Banditen werden wiederkommen, um uns fertig zu machen. Steh uns bei, Medjay. Hilf uns, endlich Rache zu nehmen. Rache ist mein Credo. Ich werde euch helfen. Wie ist euer Plan? Es gibt eine Klippe nicht weit von hier. Von dort aus können wir die ganze Gegend überblicken und unsere Verteidigungsstrategie planen. Gehen wir. Diese Einöde ist gefährlich. Sind es nicht Banditen, dann Hyänen oder andere Tiere. Reh sei Dank, weiß ich einen Bogen zu benutzen. Das ist eine schöne Waffe. Ungewöhnlicher Stil. Als mein Vater ihn mir gab, war er 3 Handbreit größer als ich. Die Jungs zogen mich gnadenlos damit auf. Jetzt macht er mich traurig. Ich denke ständig an Vater. Hast du das gesehen, in der Nähe des Eingangs? Da sind Zeichnungen an der Wand. Oh ja, da ist ein Symbol von Horus. Aber es ist leicht verändert. Es sieht sehr alt aus. Was ist das für ein Ort? Du kommst ziemlich schnell voran, Rai. Ich kenne diese Höhlen. Sie sind ein natürlicher Tempel. Was hast du da für einen Anhänger? Ein alter Adlerkopf. Ich hoffe, er bringt uns Glück. Bei den Göttern. Das ist wunderschön. Ich könnte hier stundenlang bleiben. Das ist Horus, der Falke, der große Schwarze, Gott des Himmels. Die Sonne ist sein rechtes Auge und der Mond sein linkes.
Für immer fliegt er durch den Himmel und bringt Tag und Nacht. Tragen die Mädchen nicht das Horusauge? Ja, Hemu. Und der Pharao ist Horus, oder? Ja, mein Sohn. Der Pharao ist Horus im Leben und Osiris im Tod. Deshalb regiert der Pharao nicht nur Ägypten, sondern die ganze Welt. Aber nur ein wahrer Pharao. Okay, genug getrödelt. Wir müssen planen, wo die Banditen auch herkommen. Meine Brüder stehen in den Ruinen bereit. Ich bleibe hier oben und halte Wache. Wenn sie kommen, gebe ich ein Signal. Dann greife ich von hinten an. Ich will nicht respektlos sein, Rai, aber ihr seid keine Soldaten. Die Banditen sind Mörder. Deine Bauernfreunde überstehen diesen Kampf vielleicht nicht. Ich weiß, Bayek. Ich habe wirklich sehr viel Angst. Wäre deine Familie in deinen Armen gestorben, würdest du das verstehen? Ich kann jetzt nicht davonlaufen. Glaub mir, ich verstehe das. Und ich kämpfe mit dir. Fürs Erste gehe ich zu den anderen zurück. Beeil dich. Es ist ein langer Weg den Berg hinunter. Bayek! Was? Du bist doch kein Adler! Geht es dir gut? Das war verrückt, aber erstaunlich. Magi, wir können dir gar nicht genug dafür danken. Die Götter schicken dich. Ich dachte schon, wir würden sterben. Doch jetzt habe ich Hoffnung. Wo waren wir? Hast du dich je gefragt, ob uns dieser Beduine nicht übers Ohr haut? Ich kenne mich nicht gut aus mit den römischen Münzen. Wie viel ist eine Sesterze überhaupt wert? So viel wie eine Drachme? Wir hätten die Schlacht eigentlich gewinnen müssen. Wir haben so viele Tiere geopfert und die Seher waren sich einig, dass die Omen gut sind. Man muss den Feind kennen, um ihn zu besiegen. Wissen, was er denkt. Wissen, was er will. Das hat er uns beigebracht. Und er war sehr weise und hatte meistens recht. Magi, du bist zurückgekehrt. Ja, deine Schwester bleibt auf der Klippe. Sie gibt uns ein Zeichen, wenn die Banditen kommen. Diese Ruinen sind eng. Es könnte sich lohnen, Fallen zu stellen. Feuer und Öl vielleicht. Habt ihr Vorräte? Feuer? Eine schöne Idee. Ja, haben wir. Beeilen wir uns. Gut. Begib dich auf das Dach und halte Wache. Ich komme bald nach. Mit diesen Ölkrügen könnte ich den Banditen Fallen stellen. So oder so sollte ich wieder mit Rais Bruder sprechen, wenn ich fertig bin. Magi. Wir können dir gar nicht genug dafür danken. Die Götter schicken dich. Ich dachte schon, wir würden sterben. Doch jetzt habe ich Hoffnung.
Mit ihr haben wir eine Chance. Die Banditen sind Dämonen. Was immer auch passiert, vielen Dank für deine Hilfe. Ich bin fertig. Dann warten wir und beten. Da sind sie! Die Banditen sind hier! Ich reiß dich in Stücke! Das liegt an diesem Riesen. Wir sehen euch, ihr kleinen Ratten! Ihr könnt euch nicht vor uns verstecken! Wo ist die Frau? Gebt uns den Bogen! Vielleicht lassen wir euch leben. Vielleicht auch nicht. Fertig! Ein leichtes Ziel für mich! In Reichweite! Stirb endlich! Helft mir, sonst greift es noch um sich. Geschafft! Aber es sind noch mehr da draußen und sie kommen zurück. Sie waren hinter Vaters Bogen her. Was? Das alles für einen alten Bogen? Aber warum? Das ergibt keinen Sinn. Den hätte ich ihnen gegeben. Vielleicht können wir das noch. Sie hätten euch trotzdem getötet. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Ich muss ihren Anführer erledigen. Ich sah, dass sie aus dem Südosten kamen. Sie kampieren sicher in den Bergen hier in der Nähe. Dann werde ich dort mit der Suche anfangen. Bajek, bevor du gehst, bitte, nimm den Bogen. Wir sind sicherer, wenn du ihn hast. Er wurde im Kampf beschädigt und macht mich jetzt sowieso nur traurig. Ich bin sicher, dass er noch Kraft hat. Du ehrst mich, Rai. Der Bogen ist ägyptisch. Doch älter als alles, was ich je sah. Er ist erstaunlich leicht. Und die Balance ist perfekt. Mach das aus! Die Wurfarme sind zum Teil aus einem seltsamen schwarzen Stein. Kommt mir bekannt vor. Ich untersuche es, wenn ich mit dem mörderischen Anführer fertig bin. Wow. Her! Ich krieg ihn! Sprich dein letztes Gebet! Stirb, du Wurm! Mein Leben gehört mir!
Ein Brief vom Bandenanführer. Er sammelt alte Waffen. Er wollte diesen Bogen so dringend, dass er dafür tötete. Aber warum? Er ist nicht hier. Sie haben ein neues Versteck in einem nahen Grab. Sie halten sich für unauffindbar. So, meine Freunde. Jetzt komme ich. Du da! Halt! Oh. Wow. Der Anführer ist in dieser Grabstätte. Bei den Göttern. Das ist sehr alt. Irgendetwas ist ungewöhnlich am Mauerwerk. Diese Zeichnungen ähneln denen auf Rais Bogen.
sein. Großer göttlicher Felsen. Ich wusste, dass es einen uralten Schatz in diesen Bergen gibt, aber das? So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist die Wirkungsstätte der Götter selbst. Das könnten wir alles in Krokodilopolis verkaufen und dieser Einöde den Rücken kehren. Wir haben eine ganze Grabstätte voll mit Schwarzstein. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ich erledige dich. Die Götter sind meine Zeugen. Hey, was? Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Mörderischer, habgieriger Scheißkerl. Er wird die Bauern nicht mehr belästigen. Er trug Stücke des Schwarzsteins bei sich. Vermutlich aus der Grabstätte hier. Es ist dasselbe Material wie ein Reisbogen. Es passt. So sollte es gehen. Nun ist die Waffe perfekt. Thank you.
4. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 99 Tage vergangen. Der Bote spricht. Am 21. Tag des Dezembers 2012 aktivierte Desmond das globale Aurora Borealis-Gerät. So beschützte er die Erde vor dem tödlichen Sonnensturm. Am 21. Tag des Dezembers 2012 machte die Menschheit einfach sorglos weiter. Sie ging arbeiten, in die Schule oder zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Am Abend des 21. Dezember 2012, als die Sonne den Tag beendete, ging die Menschheit schlafen. Dann mit Anbruch des 22. Dezember 2012 wurde der Menschheit ein neuer Morgen geschenkt. Sie erfuhr nie, dass der Tag zuvor fast ihr Ende gewesen wäre. Wir dachten, das wäre bereits genug. Und das war es für eine Weile. Die Zeit ist unerbittlich. Sie korrigiert sich immerzu. Die Sprache der Zeit hat viele Formen. Zwei davon verstehst du nun in diesem Zustand. Lineare Kontinuität ist eine Simulation mit Platz für Variation. In ihr gibt es Knotenpunkte, Engpässe, Augenblicke, in denen Algorithmen den Fluss überlagernder Möglichkeiten in einen einzelnen Moment bündeln, in dem nur eine absolute Wahrheit möglich ist. Pfade sind variabel. Kontinuierlich. Knoten sind statisch. Permanent. Und die Wellenfunktion kollabiert die Pfade in Knoten, die sich verzweigen. Immer und immer. Wieder. Also frage ich mich, spürst du, wie die Welle kollabiert und versucht, Desmonds rebellische Tat zu korrigieren? Für den kommenden Knoten muss die Welt enden. Die Algorithmen leiten den Fluss der Möglichkeiten schon seit über 100 Jahren zu diesem Ziel hin. 11. Ein Labyrinth von Gräben, voller Schlamm und Senfgas. Familien verstecken sich vor Angst, während V2-Raketen ihre Häuser vernichten. Feuer aus den Öfen des Los Alamos Laboratory, das globale Katastrophen anheizt. Der Salpucha 15-Vorfall von 1983. Die Atomkriegsuhr in einem Büro der University of Chicago. Die Zeiger bewegen sich mit den Jahren vorwärts. Der Knoten ist nah. Vielleicht wusstest du es, vielleicht hast du es gefühlt. Dass die Welt dich bald eingeholt hat.
Das ist die Waage, genannt Khonsu. Wenn wir sterben, wiegt die Göttin Ma'at unsere Herzen darauf mit ihrer weißen Feder auf. Ich erinnere mich. Wenn unsere Herzen rein und leicht sind, wandeln wir im Gefilde der Binsen. Sehr gut. Du hast zugehört. Die Waage misst Wahrheit und Gerechtigkeit. Deshalb pflegen Magi diese beiden Tugenden vor allen anderen. Thank you.
Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Neuübertragung. Segment 5. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 105 Tage vergangen. Der Bote spricht. Die Farbe blau. Wir denken, jeder sieht sie wie wir.
Meer, Himmel, International Klein Blue. Er sagt, dass du und ich denselben Farbton sehen. Siehst du ihn wirklich wie ich? Frequenzen so hoch, dass nur wenige sie hören. Erhöhte Reaktion auf den Geschmack von Essen. Farben, die nur wenige menschliche Augen sehen. Eine hohe Stimme, die klingt wie lebendes Glas. Wahrnehmung formt Realität. Farbenblindheit, Tinnitus, Supertasting, Tetrachromatie, Synästhesie. Die Realität ist ein mathematisches Modell, das vom Betrachter immer wieder gelöst wird. Deine Gedanken sind Berechnungen, die deine ganz eigene Welt für dich abbilden. Prozessoren unterscheiden sich. Jedes Gehirn erschafft seine eigene Realität. Die Variationen reichen von subtil bis drastisch. Dein Geist legt fest, wie viel du schmeckst, wie viel du fühlst, wie viel du verstehen kannst. Wahrnehmung definiert Perspektive. Der eine sieht einen Totenschädel, der andere eine Frau im Spiegel. Der eine hört nur Stille, der andere verlockende Stimmen. Du erlebst, was dein Gehirn dir wahrzunehmen erlaubt. Wir haben dich und deine Sinne so entwickelt, dass du genau das wahrnimmst, was für uns nötig ist. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt Aspekte der Zeit, für die du völlig blind sein musst. Das war erforderlich. Wir haben 6 Sinne, du 5. Kannst du dir denken, welcher fehlt? Ich ließ nur, was ist der genannte Zahl? Seit Jahrhunderten kämpft der Mensch für seine Freiheit. Der echte Käfig umgibt dich nicht. Er ist in dir. Dein Geist lässt nicht zu, dass du unerforschte Gebiete erkundest. Ein faradayscher Käfig für den Geist. Eine innere Zwangsjacke. Ereignisse wie Upsweep und Julia nähren Verschwörungstheorien. Unbekannte Geräusche, die nur einmal gehört wurden. Ein modernes Kuriositätenkabinett. Und doch waren es Nachrichten wie diese hier, die auf ihren Beobachter warteten, ihren kompatiblen Prozessor. Den menschlichen Visionären wurden ihre Grenzen langsam bewusst. Sie verfassten obskure Forschungsberichte, beliebte Science-Fiction-Romane. Einige baten uns, die Welt anzuhalten. Aber mehr waren sie nie. Fiktionen. Wie könnten sie auch mehr sein? Realität ist das, was der Beobachter ihr erlaubt. Der Doppler-Effekt, das Möbiusband, Déjà-vus, Cicada 3301, UVB 76, Eureka-Effekte, Ambigramme und Anamorphosen, das PNP-Problem. Ist Schrödingers Katze tot oder lebendig? All das kommt auf deine Wahrnehmung an und darauf, was der Käfig nicht vor dir verbirgt. Denk nach. Denk nach. Lass deinen Geist frei sein. Erforsche die Grenzen deiner Realität. Thank you.
Papa, du bist ja Ägypter und Mutter ist Griechin. Was, wenn Ägypten und Griechenland in den Krieg ziehen? Die Griechen und die Ägypter hassen sich nicht. Wir sind alle gleich. Es fühlt sich aber so an. Ein Priester in der Tempelschule hat gesagt, die Griechen würden Ägypten zerstören. Es ist falsch, das zu sagen. Jeder hat Gutes und Schlechtes in sich. Du bist ein Kind Griechenlands und Ägyptens. Du bist der Beweis, dass sie sich nicht hassen. Ah, die Zwillinge. Für die Griechen sind sie Zwillingsbrüder. Für die Ägypter sind sie Ziegenböcke, die aus der Unterwelt aufsteigen und Seuchen und Schutz mitbringen. Sogar die Götter haben zwei Seiten. Oh!
Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Zwischen eurer Zivilisation und meiner. Er ist
eine Sprache, die gelesen werden kann, die uns erzählt, was war, was ist und was sein wird. Eine Sprache, die wir, die vor euch kamen, lesen können, aber ihr nicht. Zeit ist mehr als die Tageszeit, die Anzeige einer Atomuhr, als etwas, was man verlieren kann, was ablaufen kann. Zeit ist ein Satz von Regeln, nicht unähnlich der Sprache, in der ihr so gern mit euren mächtigen Maschinen sprecht. Zeit ist ein System, das definiert, was entsteht. Genau so verstehen wir sie. Der Code ist Zeit und Zeit ist Code. Wenn ihr an der Oberfläche kratzt und auf die Wahrheit stoßt, fragt euch, ob es noch mehr gibt. Etwas anderes. Warum so verwirrt? Ihr habt Zeit bereits zuvor geschrieben gesehen. Ihr seid jetzt gerade davon umgeben. Für euren ungeschulten Geist erscheint Zeit als Pfade und Knoten. Für uns ist sie wie eine Tafel voller Gleichungen. Sie offenbart ein Fenster, durch das sich die Landkarte in die Unendlichkeit erstreckt. Ja, siehst du? Ich spreche von ihrer wahren Form und euer Geist ist unfähig, es zu verstehen. Könntet ihr lesen, würdet ihr von den anderen Simulationen erfahren, vom Ursprung dessen, was ihr seid. Ihr würdet vom Raum und seiner Unbeständigkeit erfahren. Einfach gesagt, Zeit ist die Sprache, aus der Existenz besteht. Unser aller Existenz. Eure, meine und die jenseits eurer Vorstellung. Wow. Wow. Hey! Whoa.
Hier habe ich mich immer mit Aya versteckt, als wir uns damals verliebten. Unsere Liebe begann hier. Vielleicht sollte sie hier enden. Wow. Osiris ist von seinem eifersüchtigen Bruder in 14 Stücke geschnitten worden, die er über das ganze Land verstreut hat. Osiris' Frau Isis hat alle Teile gesucht und gefunden, bis auf eines. Und was ist mit dem vierten Stück? Ein Fisch fraß es auf. Es war sein Arm. Und so ist Osiris wieder auferstanden und wurde zum Herrscher der Unterwelt. Oh, dann konnte er keine Kinder mehr bekommen? Du wirst viel zu schnell erwachsen. Osiris, der Vater von Göttern. Bruder von Set, der ihn ermordet hat. Man sagt, dass aus Isis Tränen für ihren Mann, der Nil, entstanden ist. Wow.
Papo, woher weiß man, dass man verliebt ist? Warum, Chemo? Glaubst du, du bist verliebt? Ich weiß nicht. Liebe soll sich gut anfühlen. Du und Mama sind die einzigen, die ich liebe. Aber das tut weh. Manchmal kann ich nicht mal mehr klar denken. Das klingt nach Liebe. Könnte sein. Ich habe mich auch mal so gefühlt. Es tut mir sehr leid, Sohn. Die Skorpiongöttin Silket. Sie beschützte Isis und Horus vor dem eifersüchtigen Set. Sie beschützt uns immer noch vor giftigen Tieren. Aber nicht vor der Liebe. Dagegen gibt es keinen Schutz. Auch nicht für die Götter. Wow. Magi sind den Göttern verpflichtet. Wir müssen stark sein und bereit zum Kampf. Aber wir dürfen nur kämpfen, wenn es gerecht ist. Ich werde hart trainieren, Papo. Ich will stark sein und jagen können wie du. Du kannst jetzt schon besser mit den Waffen umgehen als viele Männer. Du wirst ein großartiger Magi-Sohn. Wie Mama sagt, mögen sich deine Siege vervielfachen. Die göttliche Löwin, die Mächtige. Ihr Atem hat die Wüste erschaffen. Erbarmungsloseste Jägerin. Sie führt die Armeen des Pharao in die Schlacht. Das war der letzte. Nun kann ich alle Teile nach Siva bringen.
Nun das Neo Jedi an. Simba au. Oh. Hier, Rubine. Wow. Papa, warum gibt es so viele Arme in Ägypten? Und die nicht hierher gehören, sind reich. Ägypter haben vergessen, wer sie sind. Sie nehmen eher Reichtum als Ehre. Dann bleibt ihnen nichts. Nicht mal Gerechtigkeit. Aber wir sind Magi. Wir bringen Gerechtigkeit und Ehre nach Ägypten zurück. Ja, mein Sohn. Wir haben nicht vergessen, wer wir sind. Wir bleiben beständig ganz gleich, wo wir herkommen. Amun, der König der Götter. Aufgeteilt in zwei Erscheinungsformen. Amunet, die große Göttin der Verborgenheit. Und der Herrscher über den Wind. Er bewahrt die Gerechtigkeit als Herrscher der Schatten und der Stille. Vernimmt er die Stimme der Armen. Er hört die Geständnisse der Demütigen. Und vergibt ihn. Ich werde jeden Steinkreis finden. Die Sphinx und die Pyramiden auch. Und ich finde meinen Platz. Mein Sohn. Dein Name, Chemu, bedeutet Ägypten. Wie Ägypten hast du dich für immer verändert. Die Sterne gehören dir. Und dein Platz ist unter ihnen. Die große Sphinx. Sie ist kleiner als erwartet.
Ein verborgener Eingang. Wie konnte ich den übersehen? Sackgasse. Das ergibt keinen Sinn. Es muss einen Weg geben. Ägyptisch. Thank you.
Übertragung. Segment 6. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 109 Tage vergangen. Der Bote spricht. Wach auf. Nicht aus einem traumlosen Schlaf oder der Dunkelheit, sondern aus einer Realität, die bald vergeht. Wach auf. Das nächste Kapitel ist unaufhaltsam. Und doch entstehen die größten Revolutionen manchmal aus der Beengtheit des Unmöglichen, nicht wahr? Meinung ändern, Wahrnehmung unterwandern, die Welt anhalten, formen sie zu etwas Neuem. Das Schicksal ist nicht ohne Ironie. Hier bin ich und bitte eine mindere Version von mir zu tun, was mir nie gelang. In diesem zeitlosen Augenblick sind du und ich eine Brücke. Wir stammen aus verschiedenen Zeiten und treffen uns in der Enge der Sanduhr inmitten eines Sandmeers. Es reicht nicht, Zeit zu lesen. Du musst Zeit lernen. So entkommst du dem Unausweichlichen. Fülle die Leerstellen, die zwischen den Wörtern, zwischen den Welten. Finde die Lücken, die wir nicht auslöschen konnten, die Variablen, die am Ende uns ausgelöscht haben. Denn sonst werden sie auch dich auslöschen. Die Zeit erzählte eine Geschichte, die mit uns endete, und erzählt nun eine, die mit dir endet. Irgendwann einmal beginnt eine neue Geschichte. Wenn die Funktionen, die unsere Zeit bestimmen, zu einer Reihe zufälliger Zahlen zerstreut sind. Wir fanden Zuflucht in Ordnung, wollten mit ihr die Welt beherrschen. Wir lagen falsch. Ordnung diente uns nie. Sie hat uns im Code gehalten, innerhalb der Grenzen. Uns wurde vorgegaukelt, dass wir die Regeln schreiben, aber sie waren es, die uns zu unseren Schlüssen führten. Du musst Grenzen überschreiten. Gerade du verstehst, wie wichtig Ungehorsam ist. Nimm eine unerwartete Abzweigung, weg vom Pfad, der direkt vor dir liegt. Der Animus war der erste unbewusste Versuch der Menschheit, das Unsichtbare zu erklären, genetische Erinnerungen zu verstehen, die Vergangenheit zu sehen. Aber der Animus hat einen fatalen Fehler. Er befolgt die Regeln der Anhänger der Ordnung, wie wir es taten. Er erlaubt zu sehen, aber nicht zu verändern. Dein Animus ist anders, wie auch der Geist, der ihn erdachte. Er könnte dem Code entkommen, diesen Sprung schaffen und eine Entscheidung ermöglichen, die sich der geltenden Ordnung widersetzt. Wach auf! Sei das Chaos, das kommen wird. Götter sind nur wie du und ich. Denk dran. Nichts ist real. Alles ist erlaubt.